Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Opposition kann natürlich diese Haushaltstitel 15 schlecht reden, aber ich bleibe am Fakten, werde ich bestimmte Zahlen nennen, dass Ihre Behauptungen widerlegen. Trotz dieser knappen Haushaltssituation werden wir natürlich an eine präventive und von Menschen hier gedachte Gesundheitspolitik investieren. Das wissen Sie, dass wir im Einzelhaushaltsplan 15 nochmal um 57 Millionen Euro mehr Geld eingeführt haben als Vorjahr. Ein großer Schwerpunkt dieser Haushalts stellt natürlich die Leistungen im Alter und Pflege. Ich weiß, dass Sie darüber nicht reden wollen, weil es ein Erfolgsprojekt in NRW ist. Bereit Rot-Grün hat jetzt innerhalb dieser 5 Jahre Regierung in NRW Ausbildungsplätze 17.850 erhöhen können. Wenn wir uns daran erinnern, dass 2010 schwarz-gelbe Regierungszeiten nur 9.300 Ausbildungsplätze hatten, so gesehen haben wir als Rot-Grün innerhalb 5 Jahren haben wir 90% der Ausbildungsplätze erhöht. Nehmen Sie einfach diese Zahlen zur Kenntnis, bevor Sie irgendwie eine falsche Zahlen in der Welt setzen. Die Modellprojekte für die Altenpflegeausbildung und Gesundheitsfachberufe haben wir zusätzlich 200.000 für die Forschung, nochmal 50.000 Euro zusätzlich Geld eingestellt. Damit haben wir für die Pflegeausbildung und seine Weiterentwicklung, fachliche Weiterentwicklung stehen in NRW im Moment 64,4 Millionen Euro zur Verfügung. In dieser Höhe sind wir im Vergleich mit anderen Bundesländern einzige Spitze in der Welt. Ja, das sind keine einzige Bundesland investiert für die Altenpflege so viel Geld. Nehmen Sie bitte diese Tatsachen zur Kenntnis. Meine Damen und Herren, nach der Verabschiedung Alter- und Pflegegesetz und nach der Novellierung Wohn- und Teilhabegesetz ist eine besondere Bedeutung natürlich gewinnt dem Wandel Wohn-, Pflege- und Unterstützungsformen, besonders im ambulanten Setting, kontinuierlich voranzubringen. Gleichzeitig stehen wir vor der Aufgabe, die UN-Behindertenrechtskonvention in verschiedenen Lebensbereichen und Lebensphasen sukzessiv umzusetzen. Zukunftsaufgabe ist für uns tatsächlich, die Kommunen, die Gemeinden, Stadtteile oder Sozialräume so zu gestalten, jeder Mensch mit oder ohne Behinderung in ihrem Quartier leben können und am sozialen Leben ohne Behinderung teilnehmen können. Menschen mit Migrationshintergrund werden natürlich auch auf einmal in diese Altersgruppe reinkommen, wo dieser Unterstützungsbedarf zunehmen wird. Deswegen müssen wir auch in diesem Bereich natürlich Angebote für diese Zielgruppe entwickeln. Wir werden Kommunen in dieser Entwicklung natürlich fördern. Dafür steht ja der Landesförderplan Alter und Pflege. In diesem Jahr haben wir zusätzlich 1,25 Millionen Euro für diese Landesförderung Alter und Pflege reingetan. In kommenden Jahren wird es nochmal erhöht, dadurch wir auf annähernd 10 Millionen Euro aufgestockt haben. Das ist auch eine Aufgabe, die wir ernst nehmen. Außerdem im Gesundheitspolitik wegen der Zeit natürlich können wir nicht alles aufzählen, aber erlauben Sie ein paar Stichworte zu erwähnen. Wir arbeiten bei der Gesundheitsversorgung natürlich im Interesse der Patientinnen und Patienten. In diesem Bereich medizinische Versorgung im ländlichen Bereich, um bestimmten Stadtteilen zu verbessern, gibt es immer noch 2,5 Millionen Euro Förderung auf dem Landesetat. Außerdem haben wir Drogensuchtpolitik, AIDS-Hilfe und natürlich die Präventionsarbeit, besonders bei der AIDS-Arbeit und Verbesserung der psychiatrischen Versorgung sind einige Schwerpunkte, die man stichpunktartig nennen kann. Meine Damen und Herren, Ihr Lieblingsthema, Krankenhausförderung. Wir haben tatsächlich 500 Millionen Euro für die Krankenhausförderung im Haushalt. Wir wissen, dass Bedarf natürlich höher ist. Und wir haben 100-mal im Gesundheitsausschuss diskutiert.
keine einzige Bundesland alleine diese Investitionsstau schaffen kann. Deswegen müssen Bund und Krankenkassen bei der Investitionsförderung der Krankenkassen mitspielen. Und dadurch haben wir natürlich, diese Not kennen wir, 7 Millionen Euro mehr für die Krankenhausförderung reingestellt. In kommenden Jahren werden nochmals 2017, 18, 10 Millionen Euro alleine für die Investitionskosten eingestellt. Darüber hinaus 16,6 Millionen für die Kofinanzierung. Das sind die Tatsachen, die Sie endlich zur Kenntnis nehmen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss gestatten Sie mir auch noch mal ein Lob unserer Gesundheitsministerin aussprechen, der tatsächlich mit einer Rahmenvereinbarung mit den Krankenkassen geschafft hat oder ermöglicht hat, den Kommunen diese Gesundheitskarte für Flüchtlinge einzuführen. Das ist nicht nur gesundheitspolitisch geboten, sondern auch mittelfristig wirklich für die Kommunen eine finanzielle Entlastung bedeutet. Deswegen möchten wir an unsere Gesundheitsministerin vielen Dank sagen. Und ich hoffe, dass dieses Angebot mehr und mehr von den Kommunen in Anspruch genommen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr